Moin zusammen, hier ist Dr. Düsentrieb. Weil das Wetter eigentlich ganz gut ist. Wir haben heute ca. 10 km/h Wind aus nordöstlicher Richtung. Es ist trocken und ich werde heute mal so einen Motorsegler mitnehmen. So, da unten ist der Motorsegler eingegraben. Der muss sich erstmal ein bisschen freiräumen, dass ich da dran komme. Spannweite ist 5,10 Meter, glaube ich, ja. Maßstab 1 zu 3. Das ist ein SF 25 Falke von Breuer. Ist so ein bisschen originalgetreu nachgebaut. Und ja, ist ein interessantes Modell, sieht toll aus. Ist ein bisschen entspannter zum Fliegen im Gegensatz zu dem Hawk 3. Ein ganz guter Ausgleich. Und ja, jetzt werde ich mal die Akkus aufladen. Und was ich gerade noch festgestellt habe, ist, ich brauche noch Sprit. Also hier habe ich meinen Benzinkanister. Das ist so wie ein Mofa-Sprit. Dieser wird noch mit Öl dazu gemischt, 1 zu 40. Öl habe ich da, Sprit hole ich mir ganz normal an der Tankstelle auf dem Weg zum Flugplatz. Nun habe ich alles eingepackt in meinen Transporter. Ich muss gleich noch dran denken, dass ich an der Tankstelle anhalte und 10 Liter Superbenzin hier reinfülle. Öl für Gemisch 1 zu 40 habe ich schon in den Behälter eingefüllt. So, ich bin jetzt angekommen am Flugplatz. Die Sonne scheint. Sieht da schon recht gut aus. Es sind zwei Kollegen da. Ich habe erst um 3 Uhr meinen Slot, aber in der Zwischenzeit kann ich dann aufbauen. So, was ich vergessen hatte, ist das Tanken von dem Kanister. Da hatte ich ja schon Öl eingefüllt und 10 Liter Sprit. Dann war ich an der Tankstelle, hatte erst Diesel rausgezogen, die Zapfsäule, und dann im letzten Moment gemerkt, oh nee, ich will ja nicht meinen Bulli auftanken, sondern den Kanister. Da brauche ich Benzin für oder super. Habe also rechtzeitig das bemerkt und dann auch super eingefüllt. So, ich habe den Motorsegler soweit aufgebaut. Von innen sieht es dann so aus. Batterie für die Beleuchtung, Gummibandsicherung für die Flächen, damit die sich nicht rausziehen. Haben nichts mit Tragkraft des Flugzeugs zu tun. Servo für Seitenruder und Empfänger. So, und da unten hinter der Klappe ist der Akku für den Bordanlasser und zwei Akkus für den Empfänger. Und hier ist der Magnetschalter, um die Empfangsanlage einzuschalten. Der Wind ist ein bisschen ungünstig gerade. Das ist der gefürchtete Ostwind. Ja, da muss ich mich ein bisschen links halten an der Piste. Ich hoffe, es geht alles gut. Ihr seid ja dabei. Der Antrieb ist ein Zweitakter ehemaliger Kettensägenmotor mit 38 Kubikzentimeter Hubraum und wird mit Benzin-Ölgemisch betrieben. Ja, der SF25C Falke, den habe ich gekauft, weil da Erinnerungen hochkamen. Ich bin ja Privatpilot gewesen, knapp 10 Jahre lang. Und ich habe dieses Flugzeug im Original geflogen. Auch ein Bild dazu könnt ihr kurz sehen. Ja, und das Flugzeug ist Maßstab 1 zu 3, hat 5,10 Meter Spannweite. Ist vom Flügelaufbau her mit Rippen beplankt und foliert und Spantenrumpf her abgeformt worden, so dass er auch so aussieht, als wenn er aus Holz wäre mit Spanten. Aber der ist aus GFK. Das Modell ist von Breuer gebaut. Ja, schade, dass die Aufnahmen und Bordkamera etwas verwackelt sind durch die Vibration des Zweitaktmotors. Aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten und ich finde, man kann doch ein bisschen sehen und so den Eindruck gewinnen, wie das ausschaut. Ich werde mich bemühen, das in Zukunft wackelfreier hinzubekommen und das wären sicherlich super Aufnahmen. Ich werde das also etwas mehr forcieren, dass ihr mehr Onboard-Aufnahmen seht und vielleicht zwei, drei Kameras mal platzieren. Das Tolle an dem Flugzeug ist noch eben, dass er auch einen Bordanlasser hat.
Das heißt, man kann den Motor in der Luft ausstellen. Man kann dann segeln mit dem Motorsegler. Und kann dann, wenn man noch länger oben bleiben will, den Motor wieder anmachen. Das ist einfach mega. Ja, das war wieder ein erfolgreicher Flugtag. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich beim Fliegen hatte. Ich freue mich natürlich auf nette Kommentare und Fragen, die ihr habt. Und falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, tut dieses doch und empfehlt mich gerne weiter. Dann haben wir noch da unten diese Glocke. Wenn man die drückt, dann seid ihr direkt am Start, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, euer Dr. Düsentrieb. Ciao.